Es ist mal wieder an der Zeit, sich mit Zucchini zu befassen. Davon gibt es nämlich momentan mehr als genug. Shiny, just the right size. Es ist leicht, sie anzubauen. Aber oft wird man dann mit einer riesigen Ernte überflutet. Hier zeigen wir, wie man sie schnell und einfach für später, wenn die Zucchini Ebbe eintritt, aufbewahren kann. Twist and pull. Oh, there's something living on it. Something green. We leave that behind, shall we? Bye bye. Okay. Yeah. Oh yeah. That's a lovely speckledy one. Lots more flowers coming. Flowers are lovely too. Einfach auf einer Gemüsereibe reiben. Oh, mind your fingers. They have a little handle for holding on. That's handy. The last Show us bit. The grated stuff there. Yep. Oh, lovely. Gefrierbeutel tun. There you go. Come easy. Off into the freezer. Yeah. Oh my gosh. Any space? Lots of sheep milk. Und einfrieren. Total einfach. So halten sie sich für Monate. Wenn man sie dann auftaut, ist etwas sehr Nützliches geschehen. Die Zellen sind alle geplatzt und das viele Wasser kann man, indem man sie beim Auftauen in ein Sieb über eine Schale tut, leicht von der geriebenen Zucchini trennen. This is how much water came out of it. Dann kann man sie leicht in allerlei Leckereien weiterverarbeiten. In Kuchen, Brot, Suppe, Pfannkuchen, was auch immer. Hier ist ein total einfaches Rezept für euch. Einige Eier mit etwas Mehl verrühren. Dann gehackte Zwiebeln und was ihr sonst noch mögt, Paprika, Pilze und so weiter und Kräuter dazu mengen. Und die Zucchini, frische oder aus der Kühltruhe aufgetaute. In eine Pfanne mit heißem Öl geben. Okay. Schön langsam braten, damit die Zwiebel durchgart. Wenn es von unten schön durchgebacken aussieht, obendrauf ein bisschen geriebenen Käse und dann unter den Grill. Und schon nach insgesamt 15 Minuten ist alles fertig. Keine Ahnung, wie man so ein Gericht nennt. It looks yummy, Tim. I'm so hungry. Can I have some, please? Aber es schmeckt köstlich.